Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, Mr. Mike. Es ist mal wieder so weit. Der Winter steht vor der Tür und wer es vielleicht weiß, im Winter zocke ich wieder um einiges mehr. Und im Sommer eigentlich überhaupt gar nicht. Vor 2 Wochen, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, habe ich mir noch ein Spiel geholt, auf das ich seit über 2 Jahren gewartet habe, seit ich die ersten Bilder von diesem Spiel gesehen habe. Ich wurde nicht enttäuscht, ein mega geiles Spiel. Ich habe es auch schon ein bisschen auf Twitch gezockt, Mr. Mike Production, da zocke ich ja immer wieder mal. Wukong Black Myth, das mit diesem Shaolin-Affen, Alter. Also ich finde es mega. Grafisch ist geil, Gameplay ist geil. Ich wurde nicht enttäuscht. Grafisch habe ich mir einen Ticken geiler vorgestellt, aber meckern in der Hinsicht, na man. Es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich muss es noch durchzocken und wir haben jetzt Mitte September, daher Winter kommt. Spiele sind am Start. Ich glaube, es kommen noch ein paar, habe ich noch ein paar auf meiner Liste. Die waren hier auf jeden Fall auf meiner Liste. Eins davon, ey, bin voll gehypt, das muss ich hier schnell aufmachen und gleich einlegen und installieren, weil es erinnert mich so unglaublich krass an Gears of War. Kennt ihr noch Gears of War auf der Xbox? Ey, auf der Xbox 360, als damals das erste Gears of War rausgekommen ist, hat es den Maschinengewehr mit einer Kettensäge. In diesem Maschinengewehr war eine Kettensäge. Damals war das ganz was Neues. Das war blutig ohne Ende. Teil 1 von Gears of War konntest du damals auch nicht in Deutschland kaufen. Ich glaube, das stand noch auf dem Index. Mittlerweile, Alter, kriegst du ja in Deutschland alles. Mortal Kombat gibt's. Leute, die nicht aus dieser Zeit kommen, mal ein bisschen vom Thema abweichen. Hey, diese ganzen Spiele, Mortal Kombat 1, 2, 3, die waren in Deutschland alle indiziert. Die durftest du bei uns nicht kaufen. Ich bin zum Glück nicht weit weg von der österreichischen Grenze. Ich bin immer rübergefahren. Auf der Xbox 360 gab's Doom 1. Zum Runterladen. Nicht in Deutschland. Ich bin mit meiner Xbox 360-Konsole in ein Internetcafé nach Österreich gefahren, habe es da ans Internet angesteckt und konnte mir dann Doom 1 runterladen. Doom 1 ist so pixelig, das erkennst du nichts. Also es hat sich schon was krass verändert in Deutschland mittlerweile, ne? Was so den Härtegrad und Brutalität an Videospielen angeht. Ne? Nur mal so am Rande. So, Mann, und das hier jetzt, auch FSK 18. Oh, Space Marine. Warhammer 40.000. Hey, ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Die Gameplays und die Videos sehen ja unglaublich krass aus. Und ich glaube, das ist ein Hit-Garantie. Also grafisch, Alter, vom Gameplay her. Ich glaube, die dürfen und können nicht enttäuschen. Das ist so ein bisschen wie Rockstar von GTA. Ich glaube, da ist Qualität eigentlich vorprogrammiert. Nur 50 GB Minimum? Okay, das überrascht mich jetzt bei diesem grafischen Brett. Also da bin ich gespannt drauf. Gleich einlegen, installieren. Mega, Alter. Mega. Und hier habe ich das nächste. Eigentlich auch ein Muss, wenn du eine PlayStation 5 hast, weil Wukong gibt es ja auch nur auf PC und PlayStation, keine Xbox. Die Xbox ist sowieso krass im Ass abkacken. Ich habe mittlerweile auch gar keine mehr, die habe ich schon verkauft. Auch weil ich die Kohle brauchte für meinen Urlaub, weil da habe ich sie ordentlich knacken lassen. Und hier jetzt hier. Astrobot, das Neue. Natürlich jetzt hauptsächlich auch für meine Kleine, damit die zocken kann, weil die feiert das ohne Ende. Und wer die ersten Teile kennt, auch schon seit der PlayStation 4, ist jetzt glaube ich das erste Astrobot-Spiel rausgekommen. Das war so geil, weil es halt von Sony, für die PlayStation-Konsole perfekt eingesetzt worden ist, um die Controller zu testen damals. VR gab es auch ein cooles Spiel damals, auch PlayStation 4, ja genau. Das ist wirklich, das sind Jump'n'Run-Spiele mit Qualität einfach, weißt du, das ist, da machst du nichts falsch. Die sind einfach, wenn Sony exklusive Spiele rausbringt von Sony PlayStation Studios, Alter, das ist immer ein Hit. Das ist eigentlich immer ein Hit. Kennst du ein schlechtes Spiel von Sony Studios, weil das ist ihr Aushängeschild, ne? Die müssen das gut machen, weil das ja die Konsole bewirbt. Die bewerben nicht nur das Spiel, sondern die Konsole mit diesem Spiel. Daher ist es immer bombastisch. Eine 10 von 10, safe. Also diese beiden Spiele auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, da machst du nichts verkehrt. Natürlich, du musst auf das Genre stehen, ne? Das ist natürlich ein Shooter, blutig, blutrünstig, das ist ein Jump'n'Run. Das verschiedene können Spiele gar nicht sein. Ne? Dann dazu aber noch Wukong Black Myth. Das ist ja auch wieder
Das sind drei verschiedene Genres, ne? Aber da hast du geil Abwechslung. Ich bin halt jemand, der Abwechslung braucht immer wieder. Jetzt habe ich mal Bock auf ein bisschen Jump'n'Run, mich da zu ärgern, dass ich die ganze Zeit runterfalle, da ein bisschen Space Marine muss, da denkst, fuck, jetzt kriege ich auf den Sack, weil ich immer abgeballert werde. Und dann Wukong muss, da denkst, fuck, jetzt werde ich hier verprügelt. Was? Das ist perfekt. Dann noch vielleicht ein Sportspiel, aber NBA 2K25, mal für die Baller. Ich werde es mir nicht holen. 2K hat dieses Jahr mal nicht an mich gedacht, aber ich habe auch eigentlich nie gut Werbung dafür gemacht. Ne? Ich habe immer gesagt, NBA 2K ist Kacke geworden. Daher ist es klar, dass sie mir keins mehr schicken. Aber das siehst du mal, was ich für ein unglaublich ehrlicher Influencer bin. Ich muss niemanden in den Arsch kriechen und sagen, es ist gut. Ne? Ich habe jedes Mal gesagt, hey, NBA 2K ist scheiße. Und dann wundert es mich natürlich nicht, wenn wenn 2K mir nichts mehr schenkt und schickt, ne? Zum Bewerben. Weil, ey. Könntest du mir natürlich selber kaufen und sagen, es ist scheiße, aber nein, Mann, ich habe einfach auch keinen Bock auf diese 2K-Spiele mehr. Das ist einfach ausgelutscht, meiner Meinung nach. Hey, wenn du es spielen willst, du freust dich drüber, hey, freu dich. Ich spiele lieber sowas. Ich spiele lieber sowas. Genauso sieht es aus. Wie gesagt, Twitch, Mr. Mike Production, da bin ich am Zocken. Kommt vorbei, Abo gerne da lassen. Und in der Hinsicht, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.